Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stecke heute von unserem YouTube-Kanal Modbox ein LKW und Anhänger mit Paletten-Autoload-Pack vor. Dieser Mod wird uns zur Verfügung gestellt von Dogface und der Modder selbst schreibt in seiner Modbeschreibung, dass dieser Mod nur für PC und Mac ist. Jetzt bin ich leider Gottes etwas leicht irritiert, ich habe den Mod runtergeladen, weil auf dem Bild auch ein MAN zu sehen ist, auch ein Anhänger. Auch in der Modbeschreibung ist dieses hinterlegt, dass es ein Phoenix Tatra gibt, ein MAN TGS 18500. Ein Brandner Anhänger, leider finde ich den nicht. Ich habe alle Mods, es gibt einen Mod, ihr müsst den Paletten Autoload Specification Mod von Achimobil, müsst ihr euch auf jeden Fall mit runterladen, damit dieser Mod auch funktioniert und ihr auch den aktivieren könnt. Dieser Mod ist auch im Mod-Hub verfügbar. Das bedeutet, ihr müsst nicht auf irgendeiner Seite rumkriechen. Das heißt, den Download-Link einfach folgen, unten benötigte Mods, da einfach draufklicken, könnt ihr euch dann direkt runterladen oder wenn ihr in den Mod-Hub habt, könnt ihr euch auch von dort aus runterladen. So, ich zeige jetzt im Shop, was ich meine. Wenn ihr im Shop geht, jetzt zum Beispiel unter diese DLC, seht ihr hier den MAN und auch den Brandanhänger. Doch in dem Pack ist nichts hinterlegt. Es ist lediglich der Tatra hinterlegt. Also da, vielleicht gibt es noch eine Nachbesserung, aber da dürfte der Modbeschreibung nicht ganz glauben. Zumindest es steht auch keine anderen Mods, die aktiviert werden müssen, weil auch der normale MAN in-game, habe ich mir direkt angeguckt, ob der vielleicht eine Kompressionsmöglichkeit hat. Aber ihr seht, da ist nichts zu konfigurieren mit möglichen Aufsätzen und so weiter. Und auch der Brandner-Anhänger habe ich nicht gefunden, dass der in irgendeiner Form jetzt hier was machen kann. Weil ist aus dem Standardspiel, diese Fahrzeuge lassen sich hier ganz, ganz schwer verändern. Trotzdem möchte ich natürlich das Fahrzeug angucken. Ich meine, der funktioniert und der ist auch nutzbar. Ne? Also Tatra Phoenix haben wir jetzt hier, 432 PS, 80 km/h Geschwindigkeit, also Maximalgeschwindigkeit und 10,1 Tonnen, wie ich das Ganze teilen hier. Reifenhersteller sind konfigurierbar und bei manchen wechselt zwischen Standard und Breitreifen. Das heißt, jetzt hier bei Continental habt ihr Standard und bei BKT zum Beispiel hättet ihr schon Breitreifen drauf. Dann die Farben in den Alice-typischen Farben könnt ihr den Wagen konfigurieren, also die Zugmaschine, so wie es euch am liebsten ist. Die Felgenfarbe könnt ihr in vier ausgewählten Farben konfigurieren und das Nummernschild könnt ihr euch machen. Wenn jetzt voll durch, ich meine, bei den Farben gibt es preisliche Unterschiede, voll durch kommt man bitte bei ja, knapp 135.000. Ne? Ja, in-game. Ja, gibt es nicht viel zu meckern. Die Textur passt auf jeden Fall. Auch mit der Pritsche, dass eine Mischung aus Holz und diese Metallplatten sind, diese Riffelplatten. Spannend, gute Seele ist natürlich vorhanden. Das heißt, ihr könnt das Ding auch beladen, wie ihr möchtet. So, jetzt kommt natürlich der Clou an der ganzen Geschichte. Der verfügt natürlich über Autoload. In der Gestaltung, entweder Fahrer als animiert. In ist das Display nicht angezeigt, okay. Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige funktionieren, aber die digitalen Displays sind aus. Licht beläuft ist die Anlage ganz dezent, wenn man auf den gelben Knopf da achtet, da sieht man das ein bisschen, da ist das möglich. Ein Blinker zeigt er nicht an. Nein. Gucken wir mal außen, aber Blinker funktionieren, das seht ihr. Das funktioniert auf jeden Fall. Rückbahnsteuer hat er auch. Bremsenlichter funktioniert auch. Bremsenlichter, ja moin. Bremsenlichter funktionieren auch. Ach, so weit. So, jetzt möchte ich den Auto erklären, der die für die Leute noch nicht gesehen haben. Wenn wir an diese Paletten hier ranfahren. Eine Lenkachse hat er auch. Dann, wenn ich gleich oben das Menü ändere, dann seht ihr das. So, jetzt seht ihr da oben Auto 4 Paletten. Wenn ich jetzt wegfahre, seht ihr auch 3, 2, jetzt gar keine mehr. Ne? Also sprich, er erkennt, wie viele Paletten stehen da und was kann ich dann quasi aufnehmen. Ihr könnt auch mit Y-Taste wählen zwischen Big Bags, Ladegut, ne? Also da könnt ihr euch, da seht ihr, was ihr alles per Autoload laden könntet. So, jetzt habt ihr könnt ihr mit Steuerung U, könnt ihr euch die Seite anzeigen, wo ihr das hin abladen würde. Aber wir wollen jetzt mit B laden. So, das heißt also, wir blenden das erstmal wieder aus. Jetzt sagen wir, möchten, dass die vier Paletten laden, müssten wir einmal R drücken. Hm? Ob jetzt falsche Moment. Genau, es waren die falsche Dings ausgewählt. Also muss auf Big Bag Paletten gehen. So, ihr seht, ihr bringt auch automatisch Spanngurte an und somit verrutscht euch da auch nichts mehr und ihr könnt damit ganz bequem über die Map fahren, je nachdem, wo ihr hin wollt. Da fällt euch nichts runter, da geht euch nichts weg. Da passiert gar nichts. So, jetzt seid ihr euren Zielpunkt angekommen und jetzt habt ihr die Möglichkeit mit Steuerung U, könnt ihr euch die Abladeseite anzeigen lassen. Mit U selber könnt ihr die Seite auch ändern, ne, ob links oder rechts.
Und könnt dann mit, das war das, glaube ich, Y ist, glaube ich, ausladen. ASV. I, steht es auch sogar. Ja. Also I drücken und er lädt euch das in dieser markierten Fläche ab. Das heißt, ich hätte es noch 6 nehmen können. Hätte auch funktioniert. Auf jeden Fall, ja, so funktioniert das Ganze. Mit Auto ist noch nicht, da bin ich noch nicht so ganz drin, aber jetzt seht, es funktioniert auf jeden Fall und die könnt ihr irgendwie nutzen. Ich finde die Idee eigentlich cool. Wenn ihr euch den Download nicht anguckt, seht ihr auf den Bildern auch. Ich kann es euch auch gerne mal einblenden, sonst. Was ich halt meine, da wird so aussehen. MAN mit dem Brandanhänger. Und das finde ich eigentlich recht cool. So ein Deichsel gespannt, fand ich immer cool. Ne? Also, vielleicht kommt das noch. Vielleicht war es auch ein Download-Fehler von seitens Giants oder von dem Modder. Das weiß ich nicht. Aber da hoffen wir mal, dass was kommt. Ja, mehr kann ich euch zu dem Fahrzeug gar nicht sagen. Außer es hat euch gefallen. Natürlich lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Und schön wäre es auch, wenn ihr die Glocke aktiviert, um keine weiteren Mods von uns zu verpassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.